Grüß euch, ich bin der Andi vom Alpine Momente Team. Wir sind hinter mir sechs, läuft da gerade der PC. Da wird das Video geschnitten von der Spendenübergabe fürs HPZ, wo eben der Franzo ein Video von den Spendenlauf online gestellt hat. Ich möchte ein paar kleine Worte vorab sagen. Es ist jetzt gut nach Mitternacht, halb eins oder so. Und ich hocke nach wie vor vom PC. Warum dann mir das? Weil uns das Thema einfach extrem wichtig ist. Und wenn wir uns ehrlich sind, wir sind heutzutage in einer Gesellschaft, die besteht aus Schlagwörtern wie höher, schneller, weiter. Aber das sind gleichzeitig auch Schlagwörter, die bringen uns menschlich nicht weiter. Im Gegenteil. Menschen mit Beeinträchtigungen sind wunderbare Menschen, ziehen aber mit dem höher, schneller, weiter immer in Kürzern. Und deswegen wünschen wir uns, vielleicht steigt es in euren höher, schneller, weiter. Jetzt einmal kurz auf die Bremsen, schaut euch das Video an und ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude dran habt wie mir. Insgeheim so ein kleiner Wunsch und so ein kleiner Traum ist ja, am 2. bis 6. März finden in Berchtesgaden die Special Olympics statt, wofür ich mal gesammelt worden ist. Vielleicht schafft es unsere Community, die Alpine Momente Community, dass wir uns da irgendwie auf einen Haufen zusammenrotten mit Plakate, weiß ich nicht, die Fans von Alpine Momente unterstützen, das HPZ Truppolding oder was weiß ich was. Und da einfach einmal ein paar Stunden entschleunigen und die Leute unterstützen und anerkennen, die wirklich ein Großartiges an diesen Tagen leisten. Und es war gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Und ich bin mir da ziemlich sicher, ihr supportet uns ohne Ende, ihr unterstützt unseren Kanal ohne Ende. Ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das schaffen. In dem Sinn wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Film ab und habt eine gute Zeit. Für euch. Grüß euch, guten Morgen. So, falls ihr euch wundert, was ist denn das für ein komisches Gesicht? Wie schaut denn der aus? Was ist denn das für einer? Kurz vorgestellt, ich bin der Andi, Teammember von Alpine Momente. Und ich darf heute in Franz vertreten bei ganz was Besonderem. Und zwar, wie ihr es vielleicht schon mitgekriegt habt, haben wir den Spendenlauf mitgefilmt und dokumentiert. Und wie es bei einem Spendenlauf so üblich ist, kommen dann natürlich Spenden zusammen. Vorweg. Und da recht herzliches Danke an alle, ja, an alle, die nur irgendwie gespendet haben, uns gefällt das riesig. Das Spendenthema ist wirklich sehr, sehr positiv abgelaufen. Also es ist wirklich gut, was zusammengekommen. In dem Sinn, herzliches Danke vom Alpine Momente Team, vom HPZ Ruppolding, was da eben hinter mir ist. Ein riesengroßes Dankeschön. Ja, und das HPZ, also das Heilpädagogikzentrum Ruppolding, macht eben halt die Spendenübergabe. In dem Sinn gibt es eigentlich nicht mehr viel zum sagen. Wir werden heute wahrscheinlich eine kleine Führung kriegen durchs HPZ durch. Werden ein paar Kinder interviewen, werden die Spendenübergabe noch dokumentieren und noch ein paar Leute treffen. Und der Grund, warum ich eben da bin, ist, weil der Franz leider Gottes verhindert ist, aber uns das Thema so wichtig ist, dass wir gesagt haben, egal wie, irgendwie kriegen wir das hin, dass wir da sind. Und wir sind da und uns gefreut es riesig, dass wir da sein dürfen. Also ich habe jetzt gerade die Ariana neben mir. Ariana, was hat denn dir am Lauf am besten gefallen? Einfach mit den Lehrern mal richtig, mal zu laufen, mal zu quatschen, Blödsinn zu machen. Und mein Ziel ist einfach, so viele Runden wie möglich zu schaffen. Weißt du nur, wie viele Runden das du geschafft hast? 11. 11? Lasst euch das einmal auf der Zunge gehen. 11 Runden sind 11 Kilometer, also Witz ohne. Ich darf wahrscheinlich noch 5 zusammenbrechen und kollabieren. Also eine Wahnsinnsleistung von der Ariana. Dann habe ich nur eine Frage an dir. Jetzt sind wir ja im HPZ und du bist im HPZ. Was gefällt dir da herin am besten? Der Nachmittagunterricht ist heute zum Beispiel Fußballtraining mit dem Stefan und PC-Unterricht mit dem Stefan. Fußball? Du spielst gern Fußball? Ja. Und was machst du noch gern? Ich habe ja heute schon was gehört und gesehen von dir.
Zwar was mit Segeln, oder? Segeln tue ich gerne, Fußball spielen und einfach mich bewegen. Da sehen wir es wieder. Bewegung ist das, was Leute happy macht. So, grüß euch. Ich habe jetzt zwei Personen neben mir. Einmal Stefan Meyer, das ist der Projektleiter vom Spendenlauf und vom HPZ. Und dann habe ich den Florian neben mir. Und die zwei können euch jetzt ein bisschen was zu dem ganzen Projekt und auch zum HPZ sagen. In dem Sinn, Stefan, leg los. Servus, grüßt euch. Ich freue mich erst einmal, dass der Andi heute bei uns ist und sich die Zeit nimmt, das zu filmen. Wir haben heute mit dem Flori zusammen die offizielle Spendenübergabe. Wir hatten ja am 19. Oktober unseren Spendenlauf. Es ist insgesamt eine Spendensumme von 5.500 Euro eingegangen, was der Wahnsinn ist. Also herzlichen Dank an alle, die gespendet haben. Genau, wir wollen euch im Rahmen der Spendenübergabe ein bisschen unsere Einrichtung vorstellen. Wo liegt jetzt der Aufgabenbereich im Heilpädagogikzentrum Ruppolding? Also das Heilpädagogische Zentrum umfasst verschiedene Bereiche. Am vorigen Tag haben wir Schulunterricht, also die St. Valentin-Schule, die derzeit um die 100 Schüler betreut. Also von Kindergartenalter bis ins Berufsschulstufenalter werden die Kinder hier betreut und gefördert. Dann am Nachmittag haben wir eine Nachmittagsbetreuung, die Heilpädagogische Tagesstätte, die die Kinder bis 4:15 betreut. Und wir haben auch ein heilpädagogisches Wohnheim, wo Kinder und Jugendliche betreut werden rund um die Uhr, also auch in der Nacht. Und wir haben in der interdisziplinären Zusammenarbeit auch die Therapeuten dabei, also Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und die Psychologen, die uns bei unseren ganzen Angeboten und auch beim Spendenlauf unterstützen. Ich habe jetzt gerade den Lukas neben mir, das war ein Teilnehmer beim Spendenlauf. Lukas, sag mal, was hat dir jetzt beim Lauf am besten gefallen? Fahrradfahren. Das Fahrradfahren? Ja. Bist du mit dem Fahrrad gefahren? Ja. Weißt du nur, wie weit dass du gekommen bist? 14 Runden. Wie viele Runden? 14. 14? Ja. Mit dem Fahrrad? Ja. So, aber Mahlzeit. Sag mal, Lukas, was gefällt denn dir im HPZ am besten? Was tust du am liebsten? Fußballspiel. Fußballspielen? Ja. Okay. Und was noch außer Fußballspielen? Nur Fußball. Nur Fußball? Ja. Okay, und was machst du sonst so am liebsten? Fußball. Oh, nur Fußball? Ja. Also Fußball ist dein absoluter Favorit. Ja. Hast du ein Lieblingsteam auch beim Fußballspielen? Ja. Und das heißt wie? Burgkamp. Burgkamp? Burgkamp. Okay. Ich mit meinem Bruder, mit Elias. Okay, man muss dazu sagen, da prallen gerade Welten aufeinander, weil ich bin ein reiner Bergmensch, ich verstehe vom Fußball gar nichts und da ist der Lukas im Vergleich zu mir sicher ein Vollprofi. Mhm. Ja, oder? Ja. Ja, denke ich mal. Mein Bruder auch. Dein Bruder auch? Ja. Ja, lauter Vollprofis, nur ich nicht. Ja. Ich keinen blassen Dunst vom Fußballspielen. Ja, Lukas, das war's. Ich sag danke für das nette Interview. Ja. Und wir sehen uns heute bestimmt noch. Yep. Was? Ja. Gut, danke dir. Ciao. Gut versorgt. Und unterstützt auch vom Flori. Flori, leg los. Deine Aufgabe, deine Funktion, wie bringst du da so weit immer ein? Meine Funktion ist einfach, sagen wir so, ich schaue eigentlich immer, dass ich quasi ehrenamtliche Spenden dafür sammle, für die Schule selber, dass die quasi immer wieder nachher die Möglichkeit haben, zu den Special Olympics nachher zu fahren. Das ist einfach mit sehr hohen Kosten verbunden. Einfach um die Kinder selber eine kleine Abwechslung zum normalen Schulalltag zu bieten, dass die einfach auch sagen können, hey, das kann man was anderes auslernen. Flori, du bist ja schon länger in dem Projekt tätig. Was war bis jetzt aber so am Plan für diejenigen, die es noch nicht wissen? Was hast du in der Vergangenheit so gemacht? Also in der Vergangenheit war es so, wir haben beim ersten Mal eine komplette Sportwoche nachher eben gehabt, wo ich quasi eben versucht habe, Spendengelder zu sammeln, indem ich von der Schule auf den Großvenediger mit den Ski wieder zurück quasi bin in der ganzen Woche. Parallel dazu hat der Stefan nachher eben die ganze Sportwoche für die Schüler organisiert, also ein bisschen was außerhalb vom normalen Stundenplan. Das Gleiche haben wir nachher im Jahr 2017 wiederholt, und das mein Projekt nachher war quasi von der Schule auf den Großglockner und wieder zurück. Und für dieses Jahr haben wir gesagt, jetzt machen wir ganz was anderes eben einmal. Und darum ist eben da nachher der Spendenlauf nachher mit reingekommen, wo uns ja auch viele Sportler unterstützt haben. Das ist quasi über diese Variante Spendengelder zusammen, dass die Kinder wieder auswählen können. Gut, jetzt habt ihr mal eigentlich so die gröberen Infos über das HPZ gehört. Den Flori gesehen, den Stefan gesehen und jetzt natürlich auch ganz interessant und wichtig, wie schaut das HPZ aus? Wie läuft es da drin ab? Und der Stefan hat sich bereit erklärt, dass er uns eine Führung gibt. Und da freuen wir uns riesig drauf und das schauen wir uns jetzt einfach mal an.
In dem Sinne, viel Spaß! Und wieder ans Druck. So, und wie es halt so ist, HPZ schreibt sie Bewegung und Sport ganz groß auf die Brust und machen wirklich viel mit den Kindern, wenn wir da jetzt schauen. Turnhalle, das haben wir genau richtig. Bewegung ist das Beste im Leben und jetzt schauen wir mal da rein. Da sind die Kids am Laufen, am Spülen. Da hinten ist der Ernst. Der Ernst ist der Sportlehrer. Die Kids haben da eigentlich sämtliche Möglichkeiten über Koordination zum Beispiel, wenn ihr da schaut. Da sind Ringe, die Wippe, eine Schlange. Also Koordination, Körpergleichgewicht. Und eine Kletterwand ist auch da. Also da wird ganz viel mit den Kindern gemacht. Und wie man sieht, die haben ihr riesen Gaudi. Und jetzt sagen wir uns einmal ehrlich, was gibt es Schöneres als wie Bewegung? Und ich finde das einfach extrem cool. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. So, ich habe jetzt neben mir die Anna-Sophie steht. Die Anna-Sophie war auch Teilnehmerin am Lauf. Anna-Sophie, bist du gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren? Also ich bin gelaufen. Du bist gelaufen. Weißt du nur, wie du hast du gelaufen bist? Sechs Runden habe ich. Sechs Runden sind 6 Kilometer, also eine ganze Menge. Was man dazu sagen muss, die laufen die Runde in der Woche jetzt mal, aber da laufen sie maximal einmal bzw. zweimal. Das heißt, die haben da richtig Stoff gegeben auf den Spendenlauftag. Anna, sag einmal, was gefällt denn dir im HPZ am besten? Dass wir bei den Special Olympics teilnehmen dürfen und dass wir jeden Mittwoch Sport haben. Das taugt am meisten. Du bewegst dich gern und bist gern draußen. Ja. Das ist cool. Was machst du gern in deiner Freizeit? Da tue ich gerne mich mit meinen Tieren beschäftigen. Wir haben Pferde und auf denen reite ich auch. Also du reitst in deiner Freizeit auch noch? Ja. So wie viele Mädels das gerne machen. Ja. Na, reiten dann, ist natürlich auch cool. Und dann tue ich auch noch Skifahren in meiner Freizeit im Winter. Skifahren tust du auch noch? Ja. Also ich sehe schon, die anderen und ich, wir kommen zusammen, weil Skifahren tue ich auch nichts lieber. Und ja, also wunderbar. Ich sage danke für das nette Interview. Schön. Also Stefan, wir sind jetzt im Schwimmbad. Also das ist unser therapeutisches Schwimmbad. Das heißt, man kann hier mit den kleinen Kindern Wassergewöhnung machen. Da stellt man es vielleicht auf 30 oder 60 cm ein. Man kann aber auch mit den größeren Schülern Schwimmunterricht machen. Da kann man den höhenverstellbaren Boden dann auf 1,20 m Wassertiefe einstellen. 1,35 m verstellen. Schaut mal, da haben wir das Schwimmbecken. Das ist eine und Schwimmhalle. Nehmen wir. Wer bist du? Ich bin der Rasel, oder? Ja, genau. Ja. Das ist schon einer von meinen ersten Interviewpartner. Ja, und? Dann nehmen wir dann Kevin Stefan mit und deine Freundin hast du auch mit. Ja, dann sagt Valentinschuh ist immer Ausrichter für das Projektwoche. Für Heiligabend tun wir das Ausrichten 2020 für die Special Olympics stattfinden. Mit unserem Meier, ja, der in 2020 in Bersgaland. Genau. Also im März in Bersgaland. War das ist das Special Olympics. Deswegen sind wir heute da, um das geht es eigentlich. So, dann schauen wir gleich mal weiter. Ich habe jetzt den Rasil neben mir. Der Rasil war auch Teilnehmer beim Spendenlauf. Und ich? Rasil, sag mal, mit was bist du gelaufen oder bist du mit dem Fahrrad gefahren? Ich bin gelaufen. Ich bin mit dem ICE 4 mit 300 km/h gelaufen. Mit 300 km/h gefahren pro Stunde. Ich bin 300 km/h. Also der Rasil hat richtig Stoff gegeben. Rasil, sag einmal, im HPZ, was gefällt dir da am besten? Was tust du am Hauptbahnhof. Was tust du denn im HPZ am liebsten? Ja, schön, da ist alles Ordnung, da ist ein bisschen mehr Platz, da tue ein bisschen mehr filmen, da kann man jederzeit ein bisschen rausgehen und ein bisschen unterhalten mit einer Drechsler und mit seiner Emilia ein bisschen austauschen und ein bisschen verständigen. Aber zum Glück fällt nichts, heute ist ein gutes Wetter. Es wird unsere Prien am Kimse für das Wetter empfohlen von HPZ. Aha, okay. So sonnig viel, und so viel, 10 Grad. So viel wissen wir jetzt schon mal.
Was tust du am liebsten in deiner Freizeit? Ich gehe auf die Schlechtenbergalm auf zu Ingrid. Wohin? Schlechtenbergalm heißt die Ingrid. Schlechtenbergalm? Was gibt's da gut so? Gute Jausen oder? Da gibt's gute Wiener Würstchen. Gut, also Schlechtenbergalm haben wir auch gleich. Und gute Wiener Würstchen, laut Rasil, der weiß das, Loki. Und ich bin immer bei der Pension mit dem Franz Kellenhofer dabei. Sehr gut. Und im Museum bin ich auch. Jetzt haben wir's. Und seit 12 Jahren haben wir mit dem Sportprojekt begonnen. Zum Fußballtraining, da war so viel anstrengende Sachen dabei. Aber es hat nicht gestresst, aber jede Kinder durften einmal drankommen mit Fußball spielen und. Das wurde so weiter. So. Und wie gesagt, es ist so, es gibt Kinder, die sind mehr benachteiligt, dann gibt es welche, die sind weniger benachteiligt. Und das Wichtige ist, dass man jeden individuell fördert. Und jetzt schauen wir gerade mal so in puncto Bewegung, wie das mit der Emilia aussieht. Die nächste Teilnehmerin neben mir, das ist die Anna. Anna, kannst du dich an den Lauf noch erinnern, was du gemacht hast? Bist du gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren? Ja. Ja? Hat es dir gefallen? Ja. Ja, war es cool. Macht es dir Spaß, wenn du laufen kannst oder Fahrrad fahren? Ja. Ja. Und da im HPZ in Ruhpolding, was gefällt dir da am besten? Was tust du denn da am liebsten, Herrin? Fahrrad. Fahrrad fahren? Ja, Fahrrad fahren ist cool, gell? Da kommt man schnell vom Fleck. Ja. Und was tust du sonst gern in deiner Freizeit? Wenn du jetzt nicht im HPZ herin bist, das gern daheim, weiß ich nicht, zeichnen, malen, spülen, Freundinnen treffen? Nee. Nee? Ich hab Papa Vicky. Vicky? Tust du das gern, oder wer? Ja. Ja? Ja, Fuck geht auch alle einmal gern. Also, Sam Anna, wünsche ich dir noch einen schönen Tag heute. Ja. Wir sehen uns heute eh noch ein paar Mal. Und wahrscheinlich auch im März nochmal dann bei den Spielen im Berchtesgaden. Also, sagen wir Tschüss mit euch und schauen wir auch, oder? Ciao! So, wir befinden uns jetzt hier in der Klasse MSD, das ist eine Mittelschulstufe. Da sind jetzt ein Haufen Schüler, die beim Spendenlauf richtig motiviert Gas gegeben haben und ihre Runden geschafft haben. Also sehr viele Runden und dadurch ist ja sehr viel Spendengeld eingegangen. Und ihr dürft euch jetzt mal einen Einblick verschaffen, was in so einer Klasse bei uns stattfindet an Unterricht. Viel Spaß! Ja, du hast gerade echt super am Wochenplan gearbeitet. Ich muss euch heute nicht loben. Es hat richtig leise und gut funktioniert. Das war echt gut. Ja, so Stress. Und die Ari, die hat jetzt noch einen Bericht vom Segeln, den sie geschrieben hat, den sie gerne vorlesen möchte. Ari, magst du mal nach vorne kommen auf den roten Teppich und lese mal vor, was du für einen Bericht geschrieben hast? Den vielen drin sind meine Jobs dafür. Ja, das macht was. Ich habe einen Bericht geschrieben über Segeln. Die Kandidaten, die hier sitzen, wissen, was das ist. Ich hoffe, sie auch, die Firmen da. Genau. Genau. Lies mal vor, was du geschrieben hast. Mir hat alles gefallen. Wir waren mit dem Markus essen. Wir waren Pizza essen. Am Dienstag waren wir abends an der Strandparty. Das war cool. Am Mittwoch bin ich Speedboot gefahren. Zweimal ich. Ich bin mit dem DJ Eman gefahren. Dein Liebling. Und mit Georg. Die letzte Fahrt war am coolsten. Dann am Nachmittag haben wir gegessen. Ich und Georg sind schwimmen gegangen. Danach sind ich und Georg Trampolin gesprungen. Das war geil. Das war lustig. Am Abend sind wir alle in die Disco gegangen. Die DJ heißen Alexandro und Eman. Die Disco war von 21 Uhr bis fast 12 Uhr. Danach waren wir alle platt.
Ich hatte danach Rückenschmerzen. Wir hatten es danach gemütlich gemacht auf dem Schiff. Am Abend waren wir viel mit Justin zusammen. Wir haben gechillt. Das ist was. Sehr cool. Sehr cool. Bravo. Und unser nächster Interviewpartner, der Johannes. Johannes, wie alt bist du dazu? Ich bin 18. 18? Und du kommst aus? Ruppert. Also aus Ruppertingen. Ja, wunderbar. Sag mal, Johannes, was hast denn du gemacht beim Lauf? Radfahren oder Laufen? 12. Ich bin gelaufen und 12 Runden. Was tust denn du im HPZ am liebsten? Einfach Sport. Einfach Sport. Da machen wir so oft Sport. Sport und so, das finde ich einfach schön in der Schule. Da ist einfach, wenn du in der Früh schon einer gehst, guten Morgen, wir sagen gleich alle guten Morgen. Das finde ich einfach schön. Also du magst die Freundlichkeit von dem HPT, ja, dass da herin einfach das schön und das mag ich einfach, ist. Ja. Okay, und was tust du in deiner Freizeit gern? Skifahren und mehr Radl fahren. Und dann manchmal laufen. Jetzt habe ich in Teisendorf ist so ein 6 Kilometer Lauf, da war ich auch dabei. Okay, also wie du es schon merkst, und ich kann es immer nur wieder betonen, das HPZ, die Kinder sind da herin echt happy, die Jugendlichen sind happy, es ist einfach ein freundliches Umfeld, sie machen sportlich ganz viel und bei jedem Kind kommt es immer außer, dass der Sport eigentlich am coolsten ist, gell? Mhm. Das finde ich einfach schön und dass wir einfach bei den Special Olympics mitfahren dürfen, das finde ich einfach spitze. Und damit das funktioniert, werden sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und jeder Beteiligte sowie die Schüler schauen, dass das funktioniert, ja, und laufen extra viel Runden, damit da ja was zusammenkommt. Ja. Insofern sage ich danke. Normal laufen wir eigentlich immer nur für Zeit und da haben wir halt mal für Runden laufen müssen. Ja. Das ist mir irgendwie komplett schwach gefallen irgendwie. Aber es war eine Motivation, dass du möglichst viel schaffst, oder? Ja. Ja. Ich hab's jetzt mal in Runden umgesetzt. Ja, wunderbar. So, dann sage ich danke zu dir für das nette Interview. Danke. Und wir sehen uns noch. Ja. Passt, haut hin, danke dir, ciao. Also. Ja, man ist aber ab und zu ein bisschen ganz baff, was man da eigentlich so sagen soll. Mit so wenig, so viel erreichen, mit Sport, mit Bewegung und mit ein bisschen Liebe und Freude, kannst unglaublich. Und das, was die Kids da erleben und leben, ja, besser kommt es eigentlich nicht sein. Und ich glaube, so Bewegungsfanatiker wie wir sind und auch ich vor, also vom PC, vom Fernseher hört, ich glaube, ihr könnt das genauso gut nachempfinden wie ich jetzt in den Momenten. In dem Sinn geht es jetzt dann schon langsam weiter zur Spendenübergabe. Zu guter Letzt, weil ich es vorher vor lauter Aufregung und der Freude eigentlich vergessen habe. Wenn euch unser Kanal Alpine Momente gefällt, Daumen nach oben. Wenn euch die Aktion gefällt, bitte Daumen nach oben. Die Aktion ist so wertvoll. Und wenn ihr auf Alpine Momente nichts mehr verpassen wollt, dann einfach die graue Glocke abonnieren und ihr seid so gesehen immer live dabei. Und grundsätzlich denke ich immer, jeder gute Zweck gibt es nur eine Reaktion und die heißt Daumen nach oben für die Kids, Daumen nach oben fürs HPZ. Und in dem Sinn herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich glaube, alle freuen sich. März, wenn ich es im Kopf habe, 2. bis 6. März sind die Special Olympics in Berchtesgaden. Zahlreich kommen, klatschen, jubeln, schreien. Die leisten Großartiges. Also in dem Sinne, viel Spaß und eine schöne Zeit. Bleibt gesund und das Herz und seht uns eh wieder. Ho wieder!